Was geht ab, Loco-Club? Heute hier den Marius am Start. Vielen Dank fürs Dasein. Gerne. Wie ihr schon seht, wir sind in Fußballtrikots unterwegs. Und ich habe mal etwas Spezielles ausgedacht. Wir zocken nicht mehr einfach so FIFA, Marius, sondern wir machen ein Lattenschießen in FIFA. Ah, in FIFA? Ja. Ich wollte schon fragen, wo ist das Tor, wo ist der Platz? Ja, wir machen in FIFA ein Lattenschießen. Okay. Hat es, glaube ich, in Deutschland soweit noch nie gegeben. Und ja, eine Sache gibt es aber noch. Und zwar, FIFA-Lattenschießen ist ein Gentleman-Sport. Und wir sehen gerade nicht wie Gentlemen aus. Ich glaube, da fehlt noch irgendwas. Da sind wir wieder. Jetzt auch richtig angezogen, wie Gentlemen. Fertig fürs Lattenschießen. Kurz zu den Regeln. Man hat 60 Sekunden Zeit in dem Freistoßmodus. Und wer die meisten Latten trifft, hat gewonnen. Ach so, was wir natürlich vergessen haben zu sagen, fällt mir gerade ein. Es gibt natürlich am Ende noch eine Bestrafung. Ja, jetzt wird es nicht mehr so Gentlemen. Und schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnt. Hashtag Majos. Hashtag Majos. Also hier können wir auch abbrechen. Hashtag Majos reicht. Okay. Mehr braucht ihr nicht. Und Hashtag Loco natürlich für mich. Schreibt jetzt schnell in die Kommentare, wer gewinnt. Lasst doch mal auf dem Video 1000 Likes da. Das wäre schon eine krasse Nummer für die Größe des Kanals hier. Dafür, dass wir schon mal so zusammengekommen sind und jetzt so eine krasse Idee haben. Da bin. Eine Weltneuheit, zumindest in Deutschland. Und was wir natürlich auch machen, das kann ich euch eben mal kurz zeigen. Wir decken gleich hier mit irgendwas. Hier ist ja normalerweise der Schussbalken, den decken wir dann gleich ab. Wie ihr seht, hochprofessionell hier, High-Quality-Equipment, den Fernseher abgedeckt und ich denke mal, so können wir jetzt auch langsam starten. So, die Aufnahme läuft jetzt, bewegt mal bitte einmal den Stick nach rechts und links. Okay, dann haben wir vielleicht ungefähr ein bisschen Synchronität. Oder wie Lars sagen würde, klatschen, damit man FIFA-Synchron kriegt. Ne? Danke, Grüße. Das ist halt von der linken Seite stärker, ne? Haben wir es doch zu schwer gemacht mit der verdeckten Schussanzeige. Ja! Oh shit! Das ist das Erste. Ja! Jetzt übertreibt er hier wieder, ne? 10 Sekunden noch. Alter! 3. Das ist krass. Das ist natürlich jetzt der Druck auf meiner Seite. Ja. Vielleicht doch nicht so clever nachlegen zu wollen. Ich würde das was sagen, aber. Ja. Aber ich habe halt gehofft, dass du so ein bisschen schwächer abschneidest. Ach. Loco, welches Trikot trage ich denn hier? Ich kann gar nicht abschneiden. Na, 3, Leute. Ich hoffe, wir machen Best of 3 oder so. Nee, nachträglich geht nicht. Kann ich das ist nicht Gentleman. Kann ich ja davor noch reinschneiden. Jetzt Hashtag nervös in die Kommentare schreiben. Der Reus, der muss jetzt mal aus dem Krankenhaus hier ausbrechen. Ich würde sagen, nicht, dass er sich nach einer halben Minute verletzt, Freunde. Puh. Ja. Nein. Ja. Okay, nein. Oh nein. Hälfte der Zeit habe ich noch, ne? Komm, jetzt die rechte Seite ist die starke. Oh Mann, die sind alle so knapp, ey. Komm schon. Okay, das Ding ist vorbei, ey. Immer den zweiten noch geholt, ey. Ja! Die erste Runde geht wohl an dich. Sollen wir Best of 3 machen? Komm, mach mal Best of 3. Okay. Wieder vorlegen. Du kannst jetzt entscheiden, weil du gewonnen hast. Ich entscheide jetzt. Ich fange wieder an. Okay. Freunde, wie ihr seht, das FIFA-Lattenschießen fordert viel. Und man kann alles verlieren und alles gewinnen. Vielleicht braucht man ja dann auch mal den Bayern-Dusel, ne? Ja, daran lag es wahrscheinlich gerade. Runde Nummer 2, Leute. Steht 1:0 für den FC Bayern. Erstmal als Regel jetzt auch machen, in den nächsten 2 Runden muss man jeweils einen anderen nehmen. Okay. Andere Spieler. Okay, okay. Okay. Ja! Direkt den ersten Schuss auch noch, ey. Das ist doch hier wieder. Der geht in die Mauer, ey. Geht doch nicht. So fangen wir jetzt hier also an, schon zweiten Spieler rufen, okay.
Die sind auch ultra knapp. Ja. Meine Hände schwitzen auch einfach mega. Ja! Ah, da war die 2. Ob wir den Wert. Oh, oh, 2, okay. 2 habe ich gerade schon geschafft. Eigentlich muss ich jetzt gewinnen, damit es in die dritte Runde geht, oder? Das ist richtig lauten. Ich weiß gar nicht, mit wem ich spielen soll. Vielleicht Ober? Weil das ist ja momentan eigentlich suspendiert, ist das dann legitim, den zu nehmen? Da kommt jetzt mal der Castro. Wobei ich muss eigentlich jetzt alles darauf setzen, ich nehme Ober. Und mit Castro eventuell für die letzte Runde dann, falls es dazu überhaupt kommt. 2 gilt es zu schlagen, ne? Ja. Den ersten auch wie du. Da habe ich dran gesehen. Ja, hatte ich auch. Ja. Oh, ja, ja, ja. Den habe ich drüber gesehen. Muss die Brille mal putzen. Nein, das kann doch nicht sein. Ich glaube nicht, dass ich die Runde hier gewinne. Ja. Okay, jetzt helfen noch. Okay, okay. Einen noch, komm. Komm, Junge. Was? Ganz entspannt. Oh, ja, ich nicht. Nein! Oh, wird bestimmt an der Last Minute Mist, ey. Ja, Last Second. Ja. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich wusste es! Ein noch. Jawohl, da war noch der vierte sogar. Dritte und entscheidende Runde. Wow. Und ich würde sagen, weil ich gerade im Flow bin, schnell weitermachen. Jetzt gut vorlegen, ey. Ui, 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 ui. Oh, jetzt hat er sich aber eingeschossen, Freunde. Was? Komm schon. Nein. Cool. Der war mal an der Latte. Nein. Nicht hier Bolzplatzregeln, wir sind Gentlemen. Was? Ich treffe gar nichts. Alter, ich muss mindestens einen treffen, sonst ist er hier. Scheunentor komplett offen. Okay. Nein! Aber jetzt noch 2. 3 ist ein guter Wert. Nein! Oh, nein, getroffen, Mann. Ja, nehme ich den Frank. Ui. Einen muss er nur schlagen, um überhaupt auszugleichen. Das war nicht gut von mir vorgelegt, muss ich sagen. Das war, finde ich, nicht mal wieder so ein Lackball. Der... Ja! Was? Dann wieder der erste Schuss? Ey, okay. Ich habe, glaube ich, schon so gut wie verloren. Das ist noch so viel Zeit, um das zu gewinnen. Ey, ich kann nicht hingucken, Freunde. Der hat jetzt noch... Ja! Okay. Ah, das Ding ist verloren, ey. Boah, jetzt legt er richtig los, ey. Das ist jetzt so eine richtige Blamage für mich hier, ey. Ja, das ist doch schon geil, so jetzt ist immer gut hier, ey. Ah, ich bin aber Sport. Ja, viel. Ah. 3, Alter. Hätte ich schon noch den stärksten Spieler für den Schluss aufgehoben, ey. 6, Alter. Okay, ich muss sagen, das Ding verdient an dich. Ja, Glückwunsch, ich krieg hier die Bestrafung. Danke. Aber als Gentleman muss man natürlich die Niederlage sich eingestehen können. Und man muss eine Niederlage auch wie ein Gentleman tragen können. Das auf jeden Fall. Ja, Freunde, wir haben uns jetzt hier zur Bestrafung versammelt. Was hast du dir ausgedacht, Marius? Oh, wir haben uns als Bestrafung bereits vorher überlegt, dass der Verlierer des Lattenschießens das Trikot des anderen anziehen muss. Und dann ein Lied des anderen Vereins mitsingen muss. So muss allerdings Lorken in diesem Trikot FC Bayern Stern des Südens mitsingen. Wie das geht, das seht ihr gleich. Ja, jetzt geht's los. Lorken in dem richtigen Trikot endlich mal. Mich hier mal im Bayern-Trikot sieht. Ja, allein deswegen hat der Sieg sich gelohnt. Wie angegossen. Und... Ja, jetzt nicht reden. Zu reden. Locken, ich will dich gleich singen hören. Okay. La 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 la. Wie heißt dieser Club, der jetzt so lange die Rekorde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wir haben seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Trab. FC Bayern. Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. FC Bayern,
Deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein. Ich denke, das reicht, Freunde. Der Lorken hat sich hervorragend geschlagen. Hat das nicht einfach nur runtergeleiert? Also, Freunde, großes Lob hier. Er hat sich echt wie ein Gentleman verhalten. Ja, in der Niederlage Größe gezeigt. Die Niederlagen auch akzeptieren, so wie sie sind. Und ja, mal gucken, wie lange ich dieses Trikot noch tragen werde. Wahrscheinlich nie wieder, hoffentlich. Das war's auch schon mit dem Video. Falls ihr euch jetzt fragt, wo Marius ist, warum ich so anders aussehe. Mir ist leider erst beim Schneiden aufgefallen, dass das Outro total unscharf war. Deswegen drehe ich das jetzt gerade nochmal neu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, unter mir hier seht ihr das letzte Video, da oben in der Ecke, irgendwo hier so. Könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, und hier unten in der Ecke, irgendwo unter mir da, seht ihr meinen anderen Social Media Kanäle. Falls ihr den noch nicht folgt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.